Herzlich willkommen. Wir haben die Eigenwertzerlege und den Spektralsatz für kompakte Apparaturen im letzten Video kennengelernt. Und der ist natürlich großartig, weil er uns sagt, dass wir letztlich einen kompakten Apparatur immer so auffassen können wie eine ja, möglicherweise unendlich große Diagonalmatrix mit gegen Null konvergierenden Eigenwerten auf der Diagonale. Das sagt uns viel darüber aus, was der Operator macht. Das erklärt uns anschaulich, in welchem Sinne der kompakte Operator das schafft, die Dimensionen immer mehr zusammenzuwerfen, immer mehr zusammenzustauchen. Das sagt uns, was passieren wird, wenn wir ihn invertieren, dass wir nämlich gerade eins durch diese Nullfolge haben, was uns Probleme machen wird, was wir lösen werden müssen. Also das ist großartig, aber es klappt eben nur für selbstadjungierte kompakte Operatoren, die auch noch positiv semidefinit sein mussten. Das positiv semidefinit kriegen Sie relativ leicht noch weg, machen denselben Beweis wie im letzten Video und sind ein bisschen vorsichtiger mit den Beträgen, dass Sie diese Eigenwerte, die Sie da konstruieren, immer nur betragsbeweise sortieren. Also können auch durchaus welche sein, die negativ sind und Sie sortieren die einfach betragsmäßig und dann kriegen Sie das Ganze auch ohne diese positive Semidefinitheit hin. Die Selbstadjungiertheit, die ist aber tatsächlich ganz entscheidend für das, was wir mit den Eigenwerten gezeigt haben. Das ist ja auch im Endlichdimensionalen schon so. Wenn Sie eine nicht symmetrische Matrix haben, eine allgemeine Matrix, muss nicht unbedingt diagonalisierbar sein. Dann ist es aber so, dass in der Einführung der Numerik, haben Sie das schon kennengelernt, auch wenn Sie dass die Matrix nicht diagonalisierbar ist, bedeutet genau gesagt, die Matrix ist nicht diagonalisierbar bezüglich einer Basis. Es ist aber jede Matrix diagonalisierbar bezüglich zwei verschiedener Basen im Ursprungsraum und im Zielraum. Also wenn Sie da einfach sich davon lösen, dass es unbedingt eine Basis sein muss, kriegen Sie doch alles diagonalisiert. Und für ganz viele Zwecke reicht das eben, wenn es zwei verschiedene Basen sind. In der Numerik, in der angewandten Mathematik brauchen Sie oft, nicht immer, aber oft nicht wirklich diese Eigenwerteigenschaft, dass das wirklich derselbe Vektor ist, sondern Sie wollen einfach nur eine Basis haben, auf der Sie wissen, was Ihr Operator macht und dass diese Basis auf dem Ursprungsraum anders ist als auf dem Zielraum, das stört Sie in der Numerik oft gar nicht. So haben wir in der Einführung der Numerik, sind wir da von der Eigenwertzerlegung zur sogenannten Singulärwertzerlegung übergegangen. Und genau das Gleiche können wir auch im Unendlichdimensionalen mit genau den gleichen Argumenten machen und so für kompakte Operatoren uns entsprechend die Singulärwertzerlegung definieren und die klappt dann tatsächlich für alle kompakten Operatoren, ohne weitere Annahmen darüber treffen zu müssen. Also Definition und Satz. Angenommen, wir haben einen kompakten Operator, der muss jetzt auch nicht mehr von einem Raum in sich gehen, sondern das ist kompakter Operator von irgendeinem Raum x in einen Raum y, x und y wie üblich Hilberträume, nur den Fall machen wir in der Vorlesung. Dann haben wir dazu eine Folge. Ja, vielleicht nicht unbedingt von Eigenvektoren, macht auch keinen Sinn, wenn x ungleich y ist, aber wir haben eben eine Folge von sogenannten Singulärvektoren. Dann existiert eine Folge, und zwar machen gleich wieder beide Fälle gemeinsam. Es kann sein, dass es eine endliche Folge ist, oder endliche Folge soll einfach eine gewisse Anzahl von Zahlen sein. Es kann sein, dass es eine unendliche Folge ist. Also dann existiert eine möglicherweise endliche Folge von Werten. Machen wir es wie in der Einführung der Numerik, nennen die Sigma für Singulärwerte. Sigma 1 größer gleich Sigma 2 und so weiter. Alle positive Zahlen, unter Umständen unendlich viele, also alle größer als 0. Die Dinger häufen sich höchstens im Nullpunkt, also mit derselben Bedeutung, wie wir es im letzten Video hatten. Entweder die Dinger häufen sich gar nicht, weil es nur endlich viele sind, oder wenn es unendlich viele sind, dann müssen sie sogar konvergieren, weil es eine monotone beschränkte Folge ist. Und dann ist der Grenzwert aber gerade der Nullpunkt, also von sich höchstens im Nullpunkt häufenden reellen Zahlen. Das heißt, wenn es unendlich viele sind, dann konvergieren sie gegen 0. Und außerdem existieren Orthonormalfolgen un im Ausgangsraum, nnn, die Dinger leben in x, v, Entschuldigung, machen wir es andersrum, die uns leben bei uns immer in y, die Vns, dann passt das mit dem vom letzten Video zusammen, die Vns, die leben in x und die Dinger erfüllen gerade
dass wenn Sie K anwenden auf Vn, also wir haben hier normierte, aufeinander senkrecht stehende Vektoren, also Einheitsvektoren, letztlich senkrecht aufeinander stehende Einheitsvektoren in x und in y, und die sind gerade so, dass wenn Sie auf das Vn das K anwenden, dann kommt gerade raus Sigma n mal un, also das ist fast sowas wie die Eigenwerteigenschaft, nur dass eben der Vektor sich auch mit ändert. Also wenn Sie die Vns als Basis auffassen, sagen wir gleich noch was dazu, in welchem Sinne Sie es auch sind, aber wenn Sie die Vns als Basis auffassen, dann macht das K Ihnen gerade aus dem n-ten Basiselement von den Vns, macht es Ihnen entsprechend das n-te Basiselement in y, noch multipliziert mit Sigma n, und K Stern macht Ihnen gerade das Ganze in die andere Richtung, also K Stern un ist gleich Sigma n mal Vn. Und das reicht uns oft schon, wenn wir einfach nur wissen wollen, was macht der Operator auf irgendeiner Basis. Dann nimmt er in der Stelle, macht er einfach aus dem n-ten Basiselement des einen Raums, macht er das n-te Basiselement des anderen Raums. Also in diesen beiden Basen ausgedrückt als Matrix geschrieben, wäre das Ding dann eben doch eine Diagonalmatrix, wenn endlich dimensional. Heißt, dass Sie können jede Matrix ganz, ganz einfach diagonalisieren. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist eben verschiedene Basen im Ursprungsraum und im Zielraum zu nehmen. Ja, außerdem ist dieses Sigma 1, das ist ähnlich wie bei den Eigenwerten, das hat auch eine Bedeutung, das ist nämlich gerade die Norm von K. Auch da ist wieder die eine Richtung, das ist trivial, das KV1 ist ja Sigma 1 U1, V1 hatte vorher die Länge 1, U1 hat die Norm Länge 1, also das heißt, das V1 wird gerade um Sigma 1 verlängert, und das ist auch tatsächlich das Höchstmögliche, was da in Verlängerung stattfinden kann. Und es gilt noch mehr, die Vns sind nämlich so, dass die Vns wieder ein UND bilden von allem, was von K nicht auf 0 geschmissen wird. Also die Dinger bilden ein UND von dem Kern von K senkrecht. Das heißt, die Vns sind vielleicht keine UMB von x, aber sie sind eine UMB von dem Teil von x, wo das K überhaupt nur was macht. Der Teil von x, den Sie damit nicht erfasst kriegen, da ist das K sowieso die 0. Abbildung. Ja, und dieses ganze Ding hier, also die Uns, die Vns und die Sigma-Ns zusammen, das nennt man auch die sogenannte Singulärwertzerlegung. Also so ähnlich wie die Eigenwertzerlegung, nur eben, dass im Ursprungs- und im Zielraum unterschiedliche Basiselemente vorkommen, und das reicht uns aber ganz häufig schon für das, was wir brauchen. Umgekehrt haben wir dafür aber nicht mehr die Voraussetzung mit drin der Selbstadjungiertheit. Es muss nicht mal mehr der gleiche Raum sein, von wo nach wo unsere Abbildung geht, sondern es geht einfach für irgendwas von irgendeinem Hilbertraum in irgendeinen anderen Hilbertraum. Ja, der Beweis geht völlig analog zur Einführung in die Numerik mit genau dem gleichen Trick. Das heißt, alles, was wir machen, ist, wir überlegen uns, dass wenn wir unser K haben, was von x nach y geht und kompakt ist, dann ist das K Stern mal K. Das Ding wäre ja dann eine lineare Abbildung, sondern eine kompakte Abbildung von x nach y, dann zurück nach x. Hintereinander Ausführung von zwei kompakten Operatoren ist wiederum kompakt. Einmal kompakt würde erreichen, hier eine hintereinander Ausführung von stetigen linearen Operatoren, wo einer kompakt ist, ist dann das ganze Kompositum kompakt. Also das Ding ist kompakt. Das ist außerdem ja, klar, dass geht von x nach x, stetiger linearer kompakter Operator. Außerdem ist das offensichtlich selbst adjungiert, denn wenn Sie Stern, K, Stern, K gestern, kriegen Sie also K, Stern, mal K, Stern, Stern raus, gibt also K, Stern, K. Also wir sind selbst adjungiert, und offensichtlich ist das Ding auch positiv semi-definiert, denn wenn Sie es mit zwei x zusammenschreiben, K, Stern, K, x, x, ist das ja K, x, K, x, gibt die Norm von K, x zum Quadrat, ist also größer gleich 0. Das heißt also, auf dieses K-Stern-K, da können wir unsere Eigenwertzerlegung drauf anwenden aus dem letzten Video. Und das bedeutet also, wir kriegen auf die Art und Weise eine UNB-VN. Das gibt auch schon dieselben Vs wie hier in dem Satz. UNB-VN von dem Raum Kern-K. Senkrecht, das haben wir also schon gefunden. Entschuldigung, das stimmt nicht ganz, nicht von Kern K senkrecht, sondern wenn wir den Satz aus dem letzten Video anwenden auf den Kern von K Stern K, dann haben wir entsprechend eine UNB vom Kern von K Stern K senkrecht.
Da haben wir aber in einer der Bemerkungen zu einem der ersten Videos, im Skript habe ich das die genaue Referenz drin, wo Sie das finden, hatten wir mal nachgerechnet, dass der Kern von K Stern K einfach dasselbe ist wie der Kern von K. Das bleibt auch so ein Einzeiler, den man da grundsätzlich hat. Wenn K Stern KV gleich 0 ist, auch K Stern KV, Komma V gleich 0 ist, auch KV, Komma KV gleich 0 ist, also Norm KV gleich 0, dann sind wir also auch im Kern von K. Und umgekehrt gilt es trivialerweise auch. Also Kern von K Stern K ist auch dasselbe wie der Kern von K. Das heißt, diese UNB aus Eigenvektoren für K Stern K, das ist auch schon eine UNB für Kern von K senkrecht. Also die gibt es und außerdem gibt es die, ja, die Dinger sind Eigenvektoren, es gibt die zugehörigen Lambda n sowie Lambda 1, Lambda 2 und so weiter. Die waren auch sortiert. Und alle größer als 0 und die erfüllten, dass sie Eigenwerte sind zu den zugehörigen Eigenvektoren Vn und die erfüllen also gerade, dass K Stern K Vn gleich ist. Lambda n Vn. Und außerdem galt hier gerade, dass Lambda 1 die Norm ist von dem Operator, von dem ich die Eigenwerte gesucht habe. Also das ist die Norm von K Stern K. Und die Norm von K Stern K, das hatten wir im Video über die UNBs und die quadratischen Formen mit bewiesen gehabt, das ist gerade die Norm von K zum Quadrat. Ja, jetzt habe ich hier einen kleinen Schönheitsfehler drin, denn es muss nicht unbedingt, also in diesem Satz mit der Eigenwertzerlegung, sprechen hier mit der Singulärwertzerlegung, kann es immer sein, dass wir nur endlich viele haben. Also bei dem Satz aus dem letzten Video, es konnte ja durchaus sein, dass der Kern von K senkrecht endlich dimensional ist. Entsprechend habe ich diese Vns nicht mit Index n. Dann machen wir es einfach so, dass ich Ihnen nicht sage, aus welcher Indexmenge die n sind. Also entweder wenn es unendlich viele sind, dann steht da n. Wenn es endlich viele sind, dann steht da entsprechend n gleich 1 bis groß n. Wir schleppen einfach beides direkt mit, indem ich das Indexmenge an der Stelle einfach weglasse. Es geht beides völlig gleich durch. Ja, also damit habe ich blende Ihnen den Satz nochmal kurz ein. Damit haben wir also schon die kanonischen Kandidaten für unsere Vns. Und die Vns erfüllen schon mal das, was ja, sie machen sollen, wenn sie diese beiden Gleichungen, die da stehen, KVn gleich Sigma n Un und K Stern Un gleich Sigma n Vn, wenn sie den Gedanken ineinander einsetzen, dann bedeutet das ja gerade, dass K Stern KVn gleich Sigma n zum Quadrat Vn sein müsste. Also alles, was wir jetzt machen müssen, ist die Sigma-Ns und die U-Ns so zu definieren, dass wir auch diese Zwischenresultate stimmen. Also was wir brauchen, ist, dass Sigma-N zum Quadrat gleich Lambda-N ist. Also wir definieren uns jetzt Sigma-N einfach gleich Lambda-N und daraus die Wurzel. Und wir definieren uns die U-Ns so, dass ja, die eingeblendete Gleichheit gilt, das heißt also, dass KVn gleich Sigma n Un ist, dann müsste also Un gleich 1 durch Sigma n KVn sein. Wenn wir uns das entsprechend so definieren, dann folgt daraus sofort, dass KVn gleich Sigma n Un ist. Also fassen wir das alles zusammen und vergleichen es mit dem eingeblendeten, ob wir alles haben. KVn ist gleich Sigma n Un, das folgt direkt aus der Definition der Uns. Außerdem haben wir K Stern UN, wäre ja jetzt gleich K Stern 1 durch Sigma n KVn, gibt also K Stern KVn, gibt Lambda n Vn, ist also 1 durch Sigma n mal Lambda n mal Vn, Lambda n mal bei Sigma n zum Quadrat, gibt also Sigma n Vn, also diese zweite Eigenschaft gilt auch noch. Was brauchten wir noch? Die Norm von K hatten wir behauptet, wäre Sigma 1. Das gilt natürlich auch, denn die Norm von K, die ist ja gerade auch die Wurzel aus Lambda 1, nach dem, was wir hier oben hingeschrieben haben. Das heißt also, das ist gleich das Sigma 1. Und das Einzige, was noch fehlt, wäre, dass die U's auch selber normiert sind, dass die also auch alle die Länge 1 haben und dass die auch alle senkrecht aufeinander stehen. Das merken wir uns, dass wir das noch zu zeigen haben. Dann kann ich Ihnen das ausblenden und habe ein bisschen mehr Platz. Das kriegen wir einfach daraus, dass wir hier UN
UM ausrechnen für N und M. Und dann haben wir entsprechend nach Definition der UNs, ist das also gleich 1 durch Sigma N, Sigma M, KVN, K. Vm, Kv, das ist also aber ja gerade dasselbe, bringen Sie es auf eine Seite wie Vn, K Stern K. Vm, also ist dasselbe wie Lambda M geteilt durch Sigma N, Sigma M, Vn, Vm und entsprechend Vn, Vm. Die Vns wissen wir, die Dinger sind alle normiert und stehen senkrecht aufeinander. Das heißt, das ist einfach Delta Nm. Das heißt, das, was hier steht, ist entweder gleich 0 für n ungleich m oder wenn n gleich m ist, dann steht der Lambda n durch Sigma m zum Quadrat, also gleich 1 für n gleich m. Das heißt, diese Us bilden auch tatsächlich ein Orthonormalsystem in unserem Raum Y. Ja, also das bedeutet, wir können jeden Operator in diagonalisieren, nur eben bezüglich unter Umständen verschiedener Basen im Ursprungsraum und im Zielraum. Endlichdimensional hat man das dann auch typischerweise als so eine, ja, als so eine Singulärwertzerlegung geschrieben, also verschiedene Basiswechselmatrizen mit eingeführt, eine Diagonalmatrix mit eingeführt. Das können wir hier auch machen, das möchte ich noch in diesem Video mit Ihnen durchgehen. Also Bemerkung. Nützliche Schreibweisen, nützliche Konsequenzen daraus. Angenommen, wir haben so einen Operator K, kompakter Operator von x nach y und entsprechend sei UN, VN, Sigma N, dieses Dreiertupel hier sei seine, die des Operators seine Singulärwertzerlegung und ich schreibe Ihnen wieder die Indexmenge nicht dazu. Es ist entweder eine endliche Singulärwertzerlegung n gleich 1 bis groß N oder eine unendliche n Element n. Das erledigen wir beides in einem Aufwasch. Dann haben wir das Folgende. Also erstmal Teil A. Wir wissen, Vn ist eine UNB von Kern von K senkrecht. Das heißt aber, jedes x können wir schreiben. Alle x in x gilt. Das x ist gleich. Ja, erstmal können wir das x zerlegen in einen Anteil im Kern von K und einen Anteil im entsprechend Kern von K senkrecht. Also wir haben hier etwas, was ein x0 mit x0 im Kern von K und dann plus ja, etwas, was im Kern von K senkrecht liegt und alles, was im Kern von K senkrecht liegt, da haben wir eine UNB, können wir also schreiben als eine ja, unendliche Summe, wenn es ein unendlich dimensionaler Raum ist, oder eine endliche Summe, wenn es ein endlich dimensionaler Raum ist, von solchen Vektoren Vs, die entsprechende Basis bilden und die Basiskoeffizienten hatten wir im vorletzten Video, in dem über UNBs und quadratische Formen uns überlegt gehabt. Die Basiskoeffizienten sehen gerade so aus, dass wir sie durch Multiskalarmultiplikation von Vn mit x kriegen. Vn, x, Vn. Und an der Stelle kann ich jetzt ja, muss ich mich jetzt entscheiden. Jetzt kann ich es durchhalten, dass ich sage, ich schreibe Ihnen die Indexmenge nicht mit hin. Damit kann ich Ihnen entsprechend auch bei der Summe nicht sagen, von wo bis wo sie läuft. Ich würde aber doch gerne darauf rumreiten, dass das eben diese endunendliche Summe ist. Deswegen machen wir das doch so. Wir nehmen an, dass das Ding eine unendliche Singulärwertzerlegung hätte. Gibt es eine endliche Singulärwertzerlegung, gilt eben entsprechend alles analog. Also wir nehmen an, dass unser K eine unendliche Singulärwertzerlegung hätte, dass sie hier also die Folgen nicht abgebrochen sind, hatte nur eine endliche Singulärwertzerlegung, gilt alles analog mit endlichen Summen. Aber das Spannende ist es eigentlich für den unendlichen Fall, dann haben wir hier entsprechend eine unendliche UNB von Kern von K senkrecht und wir haben entsprechend, das kommt auch jetzt in den N, haben wir das sonst mal geschrieben und wir können entsprechend die Summe hier von 1 bis unendlich laufen lassen. Das heißt also, wir können jedes x in x darstellen als so eine unendliche Summe, der Teil, der aus Kern von K senkrecht ist, plus eben unter Umständen noch ein Ding aus dem Kern von K. Und das bedeutet dann aber, dass wenn wir das K anwenden auf irgendein x, dann haben wir dafür immer eine sehr schöne Schreibweise, nämlich K von x ist einfach gleich die Summe n gleich 1 bis unendlich.
Ja, und jetzt K angewendet darauf, also Kx0 gibt dann einfach gleich 0. Also haben wir K angewendet auf die Summe. K ist stetig, die Summe konvergiert, also kann ich es reinziehen. Dann steht da also Vn, x, das ist ein Skalar, das kann ich rausziehen. Und dann bleibt da stehen V, KVn. Und KVn war ja einfach Sigma n un. Das heißt, das hier ist einfach Sigma n Vn, x, un. Das heißt, Sie haben über diese Basis immer eine Basisdarstellung für Ihr x. Ihr x ist im Wesentlichen dieser Vektor, wo diese Vn, x drin stehen. Alles andere, was davon nicht erfasst ist, wird durch K so ist für das K irrelevant. Und Kx ist dann einfach der entsprechende Vektor, wo Sie in den Entwicklungskoeffizienten, wo Sie die bezüglich der Uns zu verstehen haben, also bezüglich der Uns ist das dann ein langer Vektor, wo entsprechend Sigma n dran multipliziert wurde in jeder Komponente. Also in dem Sinne ist das K dann einfach eine Diagonalmatrix. Sie können damit noch mehr machen und jetzt brauche ich auch wieder, deswegen ist es gut, wenn wir oben angenommen, wir hätten eine unendliche Singulärwertzerlegung. Was wäre, wenn wir von dieser unendlichen Singulärwertzerlegung eine endlich viele verwendet hätten in dieser Darstellung? Also wir definieren uns den Operator A groß N als Abbildung von x nach y. Und zwar machen wir das so, dass wir dieselbe Summenformel hier nehmen wie für k und in dieser Summenformel aber nur endlich viele Summanden nehmen. Also angenommen, wir machen das Ganze hier so, dass wir uns anx definieren als die Summe nur von n gleich 1 bis groß N, Sigma N, Vn, x. Un ist eine endliche Summe, das können wir als wohl definiert, das ist eine lineare, stetige Abbildung. Also linear offensichtlich stetig, auch offensichtlich, weil diese Multiplikationen stetig sind, auch deswegen, weil es ein endlich dimensionales Bild hat. Ja, dann haben wir genau erstmal ein endlich dimensionales Bild von unserem An, weil das, was hier rauskommt bei An, ist ja eine Linearkombination der endlich vielen U1 bis U groß N. Das heißt, dieses Ding hier ist ein degenerierter Operator. Die Dimension von diesem An ist. Range An ist endlich, nämlich gerade gleich groß N. Also das Ding ist ein degenerierter Operator, einer, der zwar auf einem unendlich dimensionalen Raum lebt, aber überhaupt nur in was endlich dimensionales rein abbildet und deswegen mit entsprechend auch alles bis auf so einen endlich dimensionalen Raum auf 0 abbilden muss. Das heißt, wir haben hier einen endlich dimensionalen Operator, einen degenerierten Operator. Was machen die Dinger, wenn wir das n jetzt immer höher treiben? Nun, die werden anschaulich wahrscheinlich uns das k approximieren und das gilt auch tatsächlich. Dann wenn Sie das ausrechnen, was kx macht minus anx, das machen wir vielleicht eine neue Folie für an. Wir merken uns, wie das an definiert ist und rechnen uns aus, was macht kx minus anx, konvergieren die tatsächlich gegeneinander. Da bietet sich wieder an, die Norm zu quadrieren. Das wäre ja gerade kx, haben wir gesehen, ist diese unendliche Summe. Anx wäre die entsprechende endliche Summe bis zum n-ten Folgenglied. Bleibt also übrig, Summen konvergieren wir, dann können wir es einfach miteinander verrechnen. N gleich 1 bis groß n plus 1 bis unendlich über Sigma n Vn, x stand da drin, ist x die Basiskoeffizienten in der Basis Vn und das Ganze entsprechend mit den Basiselementen un im Zielraum genommen, davon die Norm zum Quadrat. Ja, was ist das? Nun, da können wir jetzt ausnutzen, wir wissen, die un sind ein orthonormal System, sind also eine Orthonormalbasis von dem Raumabschluss des Erzeugnisses aller Uns. Das heißt, wenn wir die Norm von so einem Ausdruck ausrechnen wollen, können wir die entsprechende Aussage über die UNBs verwenden. Was hier steht, sind Uns, orthonormale Vektoren mit entsprechenden Entwicklungskoeffizienten Sigma n, Vn, x davor stehend. Und die Norm von so einer Summe ist dann einfach die Summe der Entwicklungskoeffizienten quadriert. Das heißt, die Norm von dieser Summe hier zum Quadrat ist einfach die Summe n gleich groß n plus 1 bis unendlich von den Entwicklungskoeffizienten, also dem, was von den orthonormalen Vektoren un steht, also Sigma n, Vn, x und diese Ausdrücke hier zum Quadrat. Insbesondere sagt uns dieser Satz über die UNBs auch, dass diese Summen auch tatsächlich alle konvergieren.
Ja, Sigma-Ns sind absteigend angeordnet. Das heißt, das größte Sigma-Ns ist das mit dem kleinsten Index, wäre also gerade kleiner gleich Sigma-N plus 1 zum Quadrat mal die Summe n gleich groß n plus 1 bis unendlich Vn, x zum Quadrat. Ja, die Vn, x zum Quadrat. Das sind aber die Vn, waren gerade eine UnB vom Kern von K senkrecht. Das heißt, was wir hier haben, diese Vn, x zum Quadrat, ist gerade die Norm der Projektion von x auf dem Raum, wo diese Vn, die hier drin vorkommen, wo die eine UnB von bilden. Das heißt, das wäre die Projektion von x auf den Abschluss des Erzeugnisses Vn groß n plus 1 bis V unendlich. Oder andersrum gesagt, wenn wir die Summe hier tatsächlich von 1 bis unendlich nehmen würden, dann wäre es gerade die Norm der Projektion von x auf Kern von K senkrecht ist. Also entsprechend weniger als die Norm von x. Denn wenn wir was Senkrechtes noch dazu addieren, erhöht sich die Norm immer. Das heißt, dieser Ausdruck, der hier hinten steht, der ist weniger als die Norm von x zum Quadrat. Also das hier ist kleiner gleich Sigma n plus 1 Quadrat mal die Norm von x zum Quadrat. Und das bedeutet aber, wenn Sie das Ganze machen mit Vektoren x der Länge 1, dann kommt dabei gerade raus, dass kx minus anx, solche Vektoren der Länge 1, auf Vektoren der Länge 1 kleiner gleich Sigma n plus 1 Quadrat ist, entsprechend das Supremum über alle Vektoren der Länge 1 kleiner gleich Sigma n plus 1 Quadrat ist. Das heißt also, dass die Norm von k minus an in der entsprechenden Operatornorm der Operatoren von x nach y, dass die kleiner gleich ist Sigma n plus 1 Quadrat, und zwar für alle n und die Sigma-Ns konvergieren ja gegen 0. Das heißt, dieser Ausdruck hier, der wird beliebig klein für n gegen unendlich, der konvergiert also gegen 0 für groß n gegen unendlich. Ja, und das heißt nichts anderes, als das heißt, dass die a-Ns im Raum der Operatoren ausgestattet mit der Operatornorm konvergieren die a-Ns gegen k. Und das bedeutet also, jeder kompakte Operator ist Grenzwert von Operatoren mit endlich-dimensionalem Bild. Jeder kompakte Operator ist Grenzwert bezüglich der Operatornorm von Operatoren mit endlich-dimensionalem Bild. Degenerierte Operatoren haben wir die in unserem Kontext genannt, von degenerierten Operatoren. Und damit kommt also gerade raus, weil umgekehrt wissen wir es ja auch, wir hatten uns ja schon überlegt, jeder Grenzwert von degenerierten Operatoren ist kompakt. Und jetzt haben wir gezeigt, jeder kompakte Operator ist auch tatsächlich Grenzwert von degenerierten Operatoren. Das heißt also, die kompakten Operatoren von x nach y, die sind gleich der Abschluss der degenerierten Operatoren bezüglich der Operatornorm. Sie wissen, alle Operatoren sind bezüglich der Operatornorm ein Banachraum. Die degenerierten Operatoren, auf denen ist die Operatornorm natürlich auch eine Norm, ist ein Teilraum, aber die sind nicht vollständig. Wenn etwas konvergiert, ein Grenzwert von Operatoren mit endlich-dimensionalem Bild, muss nicht endlich-dimensionales Bild haben, natürlich nicht, könnte ja immer mehr sein werden, die Dimension in dem Bild, könnte ja immer mehr dazukommen. Aber was da rauskommt als Grenzwert, wenn Sie die Grenzwerte noch dazu nehmen, das sind genau die kompakten Operatoren. Das zeigt nochmal anschaulich gesprochen, warum diese kompakten Operatoren in der Praxis so häufig auftauchen, weil alles, was Sie, ja, wenn Sie so wollen, als Idealisierung von einem Grenzwert von endlich-dimensionalen Operatoren darstellen können. Alles, was Sie als Idealisierung von solchen endlich-dimensionalen Operatoren mit immer, immer mehr Dimensionen sich vorstellen können, das wird automatisch ein kompakter Operator sein. Das sind auch genau die kompakten Operatoren. Also die kompakten Operatoren sind auch nicht mehr als das. Das ist das Neue, was wir hier haben. Die kompakten Operatoren sind tatsächlich genau die Grenzwerte von diesen Operatoren mit endlich-dimensionalem Bild. Ja, und das Letzte, was ich in diesem Video Ihnen noch zusammenfassen wollte, Teil C von entsprechend dieser Bemerkung, wäre, dass wir diesen Ausdruck kx gleich Summe n gleich 1 bis unendlich Sigma n Vn, x un, das können wir auch formal schreiben,
mit unendlich großen Matrizen und damit unsere Vorstellung tatsächlich sehr sauber fassen, dass wir an der Stelle tatsächlich eine Matrix diagonalisiert haben durch diesen Ausdruck. Also das können wir formal schreiben mit unendlich dimensionalen Matrizen. Als K ist gleich U Sigma V Stern, so wie man es in endlich dimensionalen auch mit der Singulärwertzerlegung macht. Und dabei ist dieses U, was wir haben, vielleicht fangen wir mit denen an, also U ist gleich eine Matrix, in der wir uns vorstellen, wir packen da unsere unendlich vielen Vektoren, U's, die wir haben, die packen wir dort nebeneinander rein. Also wenn wir das Ganze in L2n ist, dann können Sie das tatsächlich so schreiben mit diesen unendlichen Matrizen. Ansonsten ist es einfach nur eine formale Vorstellung davon. Wir haben unsere Vektoren in U nebeneinander als Spaltenvektoren in eine lange Matrix gepackt. Entsprechend packen wir das V, alle Vektoren V1, V2 und so weiter, nebeneinander in einer langen Matrix. Stellen Sie sich das vor als Vektoren L2n, unendlich lange Vektoren. Entsprechend gibt Ihnen das unendlich viele unendlich lange Vektoren nebeneinander gestellt, gibt Ihnen eine unendlich große Matrix. Das V Stern wäre dann etwas, was, wenn Sie das einfach formal sich mit dieser Matrix vorstellen, dann wäre Stern entsprechend einfach das Transponieren. Das würde also dasselbe rauskommen, wie wenn Sie sich diese Vs als Zeilenvektoren, also V1 Stern, entsprechend hinschreiben würden, V2 Stern und so weiter. Ja, und wenn Sie jetzt formal V Stern mal x nehmen würden, dann wäre also V Stern mal x, das x sich vorgestellt als langer Spaltenvektor und jetzt diese unendliche Matrix und mit den üblichen Rechenregeln dran multipliziert, käme also als erster Eintrag raus V1 Stern x, als nächster Eintrag V2 Stern x und so weiter. Und während das V und das V Stern, je nachdem, wo das V, was das für ein Vektorraum, je nachdem, was das x für den Vektorraum war, ist das V und das V Stern, das ist keine wohl definierte Matrix, oder gibt es vielleicht nicht, oder ist nur unsere Vorstellung. Aber dieser Vektor hier, V Stern x, den können Sie immer aufschreiben. Also das V Stern wäre auch ein sauberer Operator von x in L2n, denn Sie hatten bei dem Satz über die U und Bs nachgerechnet, dass dieser Vektor V1 Stern x bis V2 Stern x, dass das gerade, das wäre ja eine Skalarproduktschreibweise, gerade V1, x, V2, x, und dann wäre das Ding tatsächlich wohl definiert. Also diese Vorstellung mit V und V Stern ist nur eine formale Vorstellung. V Stern x, also diesen Operator V Stern, der eben x abbildet nach L2n, den Vektor, der entsprechend in der J-Komponente VJx als im Skalarprodukt enthält, den gäbe es tatsächlich in L2n. Bleiben wir in der formalen Vorstellung. Was müssten wir jetzt machen mit diesem V Stern x, damit insgesamt das K gemacht wurde mit dem x? Wir müssten das Ganze jetzt noch multiplizieren in jeder Komponente mit den Singulärwerten. Also wir würden das jetzt noch multiplizieren mit Sigma, was eine Diagonalmatrix ist, Sigma 1, Sigma 2 und so weiter. Also eine unendliche Diagonalmatrix, ansonsten nur Nullen mit den Singulärwerten drauf. Und dann wäre entsprechend Sigma V Stern x wäre also gleich Sigma 1, V1, x und so weiter. Ja, unendlich und so weiter. Sigma 2, V2, x und so weiter. Unendlich lang. V2, x und so weiter. Und das Ganze dann entsprechend mal U würde bedeuten, dass wenn Sie jetzt noch U, Sigma, V Stern, x haben, dann würde Ihnen das also die entsprechenden Komponenten von U mal den entsprechenden Sigmas nehmen, würde also gerade rauskommen, dass Sie die Summe haben von diesem Sigma 1 V1x, also Sigma n VnX, würde dabei jeweils multipliziert werden mit dem n-ten U und das Ganze dann entsprechend bis unendlich. Also in dem Sinne können wir uns diese Singulärwertzerlegung auch vorstellen als unendlich dimensionale
Matrizen, also einen unendlich dimensionalen Basiswechsel auf dieser Basis der U's und die V's. Und in dieser Basis würde dann aus unserem K diese Matrix Sigma werden, die gerade eine Diagonalmatrix wäre und gegen 0 konvergierender Diagonal. Und das ist tatsächlich eine recht nützliche Vorstellung. Das heißt also, nach Basiswechsel können wir uns jeden kompakten Operator vorstellen als eine Diagonalmatrix, weil das ist sehr nützlich, weil da gerade die Probleme drin stecken, nämlich die Probleme, dass unsere Diagonale gegen 0 konvergiert. Wenn wir das Ding invertieren, werden wir entsprechend was rauskriegen, was gegen unendlich konvergiert. Und es gibt uns aber auch gerade schon die Lösungsansätze, wie wir das Problem in den Griff kriegen. Wir müssen nämlich verhindern, dass diese Diagonale gegen unendlich konvergiert. Also wir müssen vorher irgendwie verhindern, dass diese Diagonale gegen 0 konvergiert, irgendwie abschneiden, irgendwie verschieben. Wenn wir das in den Griff kriegen, dann haben wir auf die Art und Weise eine Chance, schlecht gestellte inverse Probleme, die auf kompakte Operatoren zurückgehen, doch tatsächlich stabil zu lösen. Das alles in den nächsten Videos und ich danke Ihnen fürs Zuhören.